Er ist wohl ohne Zweifel die Persönlichkeit in der weltweiten Politik, die in den letzten Jahren am meisten polarisierte und damit auf sich aufmerksam machte. Donald Trump ist immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Tja, einige lieben ihn, andere hassen ihn. Darum soll es jetzt heute aber nicht gehen. Es geht hier nicht um Politik, sondern um Luftfahrt. Und ich denke mal, das wundert jetzt die wenigsten. Tatsächlich gab es schon so einige Flugzeuge, auf denen der Name Trump zu sehen war, auch im regulären Passagierbetrieb. Und was es damit auf sich hatte, das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und es ist ja kein Geheimnis, dass der jetzige US-Präsident Donald Trump auch vor seiner Präsidentschaft schon ja überall seine Finger mit im Spiel hatte. Also jetzt geschäftlich betrachtet, der Mann hatte tatsächlich mal seine ganz eigene Fluggesellschaft und die Vergangenheitsform, die deutet schon darauf hin, das hat nicht ganz so gut geklappt. Heute befindet sich keine Fluggesellschaft, zumindest keine Fluggesellschaft für den ganz normalen Passagierbetrieb mehr in seinem Besitz. Aber gut, Donald Trump hatte also seine eigene Fluggesellschaft mit dem Namen Trump Shuttle von 1989 bis 1992, also nur 3 Jahre. Aber wie kam es überhaupt dazu? Warum hat dieser Mann eine eigene Fluggesellschaft gehabt? Das von Donald Trumps Vater bzw. von seiner Großmutter aufgebaute Imperium, das Familienunternehmen Trump, das verdiente damals, eigentlich genauso wie heute, das Geld hauptsächlich mit tausenden Immobilien. Größtenteils im Raum rund um New York, aber auch in anderen großen Städten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Über die ganzen Jahre, vor allem dann unter der Führung von Donald Trump ab 1971, stellte sich die sogenannte Trump Organization immer breiter auf. Es wurde massig Geld in verschiedenste Geschäftsfelder investiert, ab und zu mal mit tatsächlich riesigem Erfolg. Häufig dann aber doch auch ohne Erfolg. Und das Thema Luftfahrt in Verbindung mit Donald Trump, da war dann eher letzteres der Fall. Und der heutige Präsident, der investierte damals nicht nur Geld in irgendwelche Hotels oder in irgendwelche Immobilien, die dann am Ende des Tages auch wirklich Geld abgeworfen haben, sondern er investierte auch in Golfplätze, er investierte in Wodka, er investierte aber zum Beispiel auch in Spielfiguren von sich selbst. Das waren dann so kleine Dinge, die man überall kaufen konnte. Und wenn man da auf den Knopf gedrückt hat, dann haben die so ein paar Sätze aufgesagt. Wie so eine Actionfigur, nur halt eben von Donald Trump. Und wichtig war bei all diesen Dingen einfach, dass der Name Trump überall zu sehen war, überall drauf stand. Hauptsache, der Name Trump ist einfach überall in den Vereinigten Staaten präsent. Und wo könnte man jetzt besser seinen Namen draufschreiben und wo könnte man ihn prestigeträchtiger draufschreiben als auf eine eigene Fluggesellschaft? Also die Chance, jetzt recht einfach in das Luftfahrtgeschäft einzusteigen, die ergab sich dann Ende der 1980er Jahre. Recht einfach bedeutet in diesem Fall nichts anderes, als dass man schlichtweg Geld investiert in eine schon dagewesene Fluggesellschaft bzw. in den Teil einer schon dagewesenen Fluggesellschaft. Also es ist alles schon geregelt, das läuft alles schon, man kauft den Laden einfach. Das war jetzt Ende der 1980er Jahre also der Fall. Zu dieser Zeit wurde der Inlandsverkehr im östlichen Teil der Vereinigten Staaten hauptsächlich von den Regionalablegern der großen internationalen Fluggesellschaften Eastern Airlines und Pan Am bedient. Das war dabei ein riesiges Geschäft, denn an der US-Ostküste gibt es einen Haufen an wichtigen aufstrebenden Städten, viele davon sehr wichtige Standorte für aufstrebende Branchen und genauso sieht es natürlich auch an der US-Westküste aus. Und zwischen diesen Städten liegen gerne mal bis zu 6 Stunden Flugzeit, vielleicht sogar mal ein bisschen mehr. Da kann man auch mal ein größeres Flugzeug einsetzen. Aber natürlich auch von Nord nach Süd oder andersherum, da gibt es einfach einen Haufen an Städten, die miteinander verbunden werden müssen und die gerne mal einige hundert Kilometer auseinander liegen. Und das macht vernünftige, passende Flugverbindungen zu guten Zeiten, zu guten Preisen unverzichtbar. Aber die eben angesprochenen großen internationalen Fluggesellschaften, die hatten sich zu der Zeit in den USA wahrscheinlich etwas übernommen. Man war extrem gewachsen in den vorangegangenen Jahren und dann wurde man auf einmal ein noch nie dagewesenes großes Opfer einer dort schon stattfindenden Konsolidierung in der Luftfahrt. Das ist durchaus vergleichbar mit einer Air Berlin, die 40 Jahre später den Betrieb eingestellt hat. So erging es dann Eastern Airlines schon in den 1980er Jahren. Die Fluggesellschaft war so groß, aber gleichzeitig auch so unrentabel wie nie zuvor. Und das konnten auch mehrere tausend entlassene Mitarbeiter dann nicht mehr retten. Und ähnlich war es dann auch mit Pan Am. Da stand ein Golfkrieg vor der Tür, die Airline wurde mehrmals Opfer von Terrorismus und die Passagiere blieben einfach weg. 1991 war bei denen dann Schluss. Die profitablen Reste der ehemaligen Pan Am wurden dann damals von Delta in den USA übernommen. Auch das ist alles durchaus vergleichbar mit der Air Berlin Insolvenz. Bei Eastern Airlines war es hauptsächlich Continental. Jo, und halt eben Donald Trump. Der übernahm tatsächlich für etwa 380 Millionen US-Dollar, was wahnsinnig viel Geld ist. Dafür übernahm der Unternehmer den eben angesprochenen Shuttle Service der ehemaligen großen amerikanischen Fluggesellschaft. Denn dieser Teil der Airline war tatsächlich rentabel, hat funktioniert und jetzt gehörte er auf einmal Donald Trump. Und das zu 100%. Tatsächlich hätte man für diesen riesigen Geldbetrag höchstwahrscheinlich eine durchaus vergleichbare Fluggesellschaft einfach aus dem Nichts neu aufbauen können.
aber das wäre nicht annähernd so schnell und unkompliziert gewesen. Außerdem hätte man sich dann die Marktanteile erst neu erkämpfen müssen. Und jetzt hatte der Eastern Air Shuttle diese Marktanteile ja schon und verkaufte diese quasi an Trump mit. Ja, und der besaß dann auf einmal eine Fluggesellschaft und natürlich dazugehörige Flugzeuge. 17 Maschinen vom Typ Boeing 727 und die wichtigen, gut gebuchten Strecken zwischen New York, Washington und Boston. Der Eastern Air Shuttle, also die Fluggesellschaft, die Trump da jetzt gekauft hatte, die war bis dahin eine wirkliche Low-Cost-Fluggesellschaft, bevor es diese Bezeichnung am Markt überhaupt richtig gab, bevor sich das richtig etabliert hat. Aber es gab zum Beispiel auf den teilweise 45 Minuten, teilweise mal anderthalb Stunden langen Flügen, da gab es keinen wirklichen Service. Man konnte ein paar Snacks kaufen, aber ansonsten bekam man einfach den preisgünstigen und zügigen Transport. Mehr aber halt eben auch nicht. Trump hatte damit dann etwas anderes vor. Wie sollte es auch anders sein? Aber jetzt musste man erstmal die Flieger wieder in die Luft bringen. Das ist tatsächlich wirklich so wie bei Laudamotion. Einmal durchfeudeln, einen Sticker drauf und dann schickt man die Flieger wieder in die Luft. Und tatsächlich konnte Trump Shuttle, so nannte er dann die Fluggesellschaft, tatsächlich konnten die recht erfolgreich mit etwa 50% der Marktanteile auf diesen Strecken operieren. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ja, und jetzt hatte man ja dann Zeit und Geld, mehr oder weniger, um aus dieser Fluggesellschaft das zu machen, was Trump sich darunter vorstellte. Aus dem Trump Shuttle sollte jetzt eine luxuriöse Fluggesellschaft für Geschäftsreisende werden. Und dann sollte die elitäre Airline den Namen Trump weiter in den USA verbreiten. Ja, klingt doch schon mal nach einer netten Idee. Dafür brachte man jetzt die Kabine in den Flugzeugen natürlich erstmal auf den neuesten Stand. Man installierte bequeme, breite Ledersitze mit verchromten Gurtschnallen, überall Holzapplikationen und goldene Wasserhähne in den Badezimmern des Flugzeuges. Muss man mögen, exklusiv ist das aber auf jeden Fall. Und natürlich wurde dann auch das komplette Servicekonzept im Flugzeug über den Haufen geworfen. Es gab jetzt selbstverständlich kostenlose Mahlzeiten und kostenlose Snacks. Je nach Länge des Fluges gab es dann vielleicht auch mal ein gutes Stück Fleisch. Und das klingt doch von innen schon mal gar nicht so schlecht. Aber die Flugzeuge, die waren mittlerweile wirklich alt. Die meisten Maschinen gingen da jetzt schon auf die 30 Jahre zu. Und damit hatte Trump eine der ältesten 727-Flotten, die es überhaupt auf dem Markt gab. Und generell war das ganze Konzept dieser Fluggesellschaft schon von Anfang an nicht so wirklich ausgereift. Und es wurde auch nicht so von den Leuten angenommen, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Die Kunden, die vorher Eastern Air Shuttle kannten, damit immer wieder geflogen sind und damit auch zufrieden waren, die wanderten jetzt Stück für Stück ab. Und das, obwohl man innovativ war. Denn Trump Shuttle war die erste Fluggesellschaft, die am Flughafen ein Terminal einrichtete, wo Passagiere dann ohne Hilfe eines Check-in-Mitarbeiters selbst einchecken konnten. Das ist heute Standard. Gab es Anfang der 1990er Jahre zuerst bei Donald Trump. Aber naja, man muss ja optimistisch bleiben. Also kaufte Trump direkt am Anfang nochmal ein paar mehr Flugzeuge, denn man möchte ja auch expandieren, man muss ja in die Zukunft schauen. Also hatte man dann irgendwann 22 Maschinen, gebrauchte Maschinen vom Typ Boeing 727. Man konnte aber nur 16 Maschinen in die Luft bringen. Nur dafür hatte man Slots und Strecken und nur dafür hatte man die Kapazitäten. Das heißt, man hatte jetzt Flugzeuge quasi über. Und eine Fluggesellschaft, die etwas mehr als 20 Flugzeuge in der Flotte hat, 6 davon stehen dauerhaft am Boden. Naja, das kann ja gar nicht funktionieren. Das klingt alles andere als gewinnoptimierend, was in Kombination mit dem nicht wirklich gut ankommenden Servicekonzept der Fluggesellschaft dann noch dafür sorgte, dass dieser dauerhaft ausblieb. Die Passagiere stiegen eben nicht in Massen in Trumps Flugzeuge, nur weil diese von innen etwas besser aussehen sollten als die Flugzeuge, die man bei den anderen Fluggesellschaften finden kann. Das haben die einfach nicht gemacht. Sie wollten unkompliziert, so wie ja vorher auch, sie wollten unkompliziert und kostengünstig von einem Ort zum nächsten fliegen. Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Und wahrscheinlich war Trump Shuttle Anfang der 1990er Jahre, als die Spritpreise immer weiter stiegen, wahrscheinlich waren die dann auch die einzige Fluggesellschaft, die dadurch, dass sie die Kabine mit irgendwelchen Holzapplikationen oder sowas ausstatteten, die waren die einzige Fluggesellschaft, die da mehr Gewicht ins Flugzeug gebracht haben und nicht wie alle anderen auf moderne, leichte Materialien gesetzt haben. Und dann kurz danach landete noch eine Boeing 727 der Trump Shuttle auf der Nase, weil man das Bugfahrwerk im Landeanflug nicht ausfahren konnte. Gut, das lief irgendwie alles nicht so wahnsinnig gut und 1991 war dann tatsächlich Schluss. Trump konnte mit seiner Fluggesellschaft einfach kein Geld verdienen. Von Anfang an konnte er damit kein Geld verdienen. Er hat damit nie Geld verdient. Er hatte hier also viel Geld in ein Geschäftsfeld investiert, das er wohl nicht wirklich kannte und deswegen konnte er in diesem Geschäftsfeld auch nicht richtig langfristig denken und keine Entwicklung erkennen, die er dann für sich hätte nutzen können. Und er hatte einfach viel Geld für den letzten rentablen Teil einer Pleite-Airline ausgegeben, dann wiederum viel Geld in diese Fluggesellschaft investiert, nur um diese dann
dann 3 Jahre später auch genauso gegen die Wand zu fahren. Das, was er jetzt noch hatte von dieser Fluggesellschaft, Flugzeuge und Strecken, das musste er an die Bank zurückgeben, mit deren Geld er vorher diese Fluggesellschaft überhaupt gekauft hatte. Ja, das war also mal eine richtige Fehlinvestition. Hat nicht so gut funktioniert, aber es gab sie tatsächlich, die Fluggesellschaft von Donald Trump. Heute gibt es aber natürlich wieder Flugzeuge, auf denen der Name Trump draufsteht. Umgangssprachlich wird das private Flugzeug des Unternehmers bzw. des heutigen Präsidenten Donald Trump als Trump Force One bezeichnet. Und das war von 1997 bis ins Jahr 2011 eine Boeing 727. Interessanterweise tatsächlich eine alte 727, die auch vorher schon für ihn in seiner Fluggesellschaft Trump Shuttle unterwegs war. Er kaufte das damals knapp 30 Jahre alte Flugzeug, also 1997, zurück. 24 Sitzplätze hatte die Maschine dann, wurde mit Winglets ausgestattet und hatte sogar ein richtiges Schlafzimmer. Halt ein echter Privatjet, wie man sich den vorstellt und wünscht. Tja, und dann kam das Flugzeug 2011 weg, da war es dann 43 Jahre alt. 2017 wurde diese 727 verschrottet und ausgetauscht wurde diese 727 dann durch die etwas größere 757-200. Die bietet dann natürlich auch in einer sehr luxuriös ausgestatteten Kabine Platz für 43 Leute und auch dieses Flugzeug hat er gebraucht gekauft. Vorbesitzer war Paul Allen, einer der erfolgreichsten Geschäftsleute in den Vereinigten Staaten aller Zeiten und Mitbegründer von Microsoft. Diese 757 befindet sich heute noch immer im Besitz von Donald Trump, inwiefern die jetzt aber noch wirklich genutzt wird, das weiß ich leider nicht und das konnte ich auch nicht rausfinden, die ist aber schon eine ganze Weile nicht mehr geflogen. Gut, soviel also zu Donald Trump im Airline-Business. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Philipp. Vielen lieben Dank für dich, für deine Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video. Lasst auch gerne eure Meinung zum Thema in den Kommentaren da. Und dann, ja, bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.